Schleswig-Holstein. Unendliche Weiten. Ich bin ja gern bereit, über Stock und Stein zu springen und über Gräben, aber davor habe ich auch Respekt. Endlos Beine. Vanessa? So faul. Ist noch weit bis Poppenbüll? Ja. Ja? Da hinten sind sie. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Oh, Meeresrauschen, Fernweh. Mein Kameramann Alex und ich, wir starten zwar am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Unser Weg, der führt uns aber durchs Binnenland. Schnurstracks geradeaus durch die Halbinsel Eiderstedt. Ja, und wir sind sozusagen das Team Ostsee. Wir starten auch direkt an der Wasserkante hier in Maasholm und dann immer landeinwärts, bis wir Vanessa treffen. Aber was heißt landeinwärts? Da kommt gleich ein großes Wasser. Die Schlei müssen wir durchqueren und gleich den Galgenberg. Hört sich alles nicht so einfach an. Hat auch niemand behauptet, dass der Weg ein Kinderspiel wird. Zumindest unser Ziel ist klar. Dreier. Treffen auf halber Strecke in 3 Tagen. Ah, GPS-Tracker anmachen. Los geht's, damit genau nachvollzogen werden kann, wer wie weit abgewichen ist. Psst, abweichen. Schon auf den ersten Kilometern versperren uns etliche Siele den Weg. Na toll, Zickzackkurs. Moin. Gucken Sie mal, wir haben folgendes Anliegen. Haben Sie eine Idee, wie wir möglichst schnell vorankommen? Eigentlich müssen wir ja wirklich querfeldein. Funktioniert aber nicht immer so richtig. Ja, aber du kannst ja, mal gucken. Das hier ist ja ein kleiner Graben. Das ist ja noch nicht mal ein Seelzug, wenn du mal hier reinkommst. Okay. Ein Seelzug ist noch 5-mal so breit, da kommst du nicht durch. Aber du kommst nirgendwo anders über diesen Zug. Und du kommst aus dem Feld nicht hinten wieder raus. Aus dem Feld hinten nicht wieder raus ist keine gute Idee. Ich möchte das nicht. Ha, übers Wasser rüber kann doch bei diesem Angebot eigentlich nicht schwer sein. Guten Tag. Sie kommen vom NDR Fernsehen und brauchen eine Mitfahrgelegenheit. Sind Sie zufällig dabei abzulegen demnächst? Nein. Fahren Sie Richtung Kappeln? Ah, wie schade. Ja, wir brauchen eine Mitsegelgelegenheit. Naja, schade. Aber trotzdem. Aber irgendjemand wird bestimmt noch. Ja, das sagen alle, ne? Irgendjemand. Trotzdem viel Spaß, ne? Tschüss. Meine Güte. Auf den letzten Poeng hier noch ein Schiff gekriegt. Ich schmeiß mal einfach hier hin, ja? Das war quasi unsere letzte Chance. Wir sind alle Stege abgegangen. Und hier auf dem letzten Steg, das letzte Schiff, da haben wir Glück gehabt. So muss man auch mal Glück haben. Bastian und seine Frau liegen in den letzten Urlaubszügen. Sie wohnen eigentlich dort, wo Vanessa gerade herkommt, an der Nordseeküste. Aber hier an der Ostsee, finden sie, segelt es sich doch viel, viel schöner. Wenn wir jetzt hier so querfeldein wandern, habt ihr irgendeinen Tipp oder was? Was man sich angucken könnte, sollte? Ich denke ja immer an den FC Süderbrarup. Süderbrarup, genau, aus der legendären Fußballreportage von Werner. Ja, ihr habt eine super Karte dabei. Vielleicht findet ihr das, vielleicht liegt das halbwegs auf der Route. Das ist natürlich so, also als wir das letzte Mal hier irgendwo in der Nähe gewesen sind, hat man Süderbrarup gelesen und denkt so, da war doch was. Werner. Da war doch gleich der Werner-Teil. Eine Stunde geht's über die Schlei und schon sind wir in Kappeln. Geht? Vielen Dank, es war sehr schön bei euch. Hier betreten wir das Wernerland. So, wie weit war das jetzt? Auch nach 5 Kilometern Schlingerkurs hat uns bislang niemand mitgenommen. Kannst auch keinen fragen. Unser Pech, sind wohl alle am Strand geblieben in St. Peter. Sieht aus, als würde der Pilz lächeln. Ich mach mal ein Foto davon und frag mal Thilo, ob ich ihm den mitbringen soll. Der steckt sich ja gerne solche Sachen in den Mund. Wenn sie satt machen. Guck, was der schleswig-holsteinische Sommer uns Leckeres zu bieten hat. Ein paar frische Körner vom Feld, ein bisschen Hagebutte, Brombeeren sind auch da. Und in meinem Mund wird das dann alles zu einer Art Börcher Müsli.
und als Hauptgang Pilze aus Eider steht. Aber ohne Handyempfang kann ich es Thilo nicht schmackhaft machen. Moin! Sind Sie von hier zufälligerweise oder sind Sie Urlauber? Auch ab hier. Oh, Sie sind von hier, super. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen. Wir haben mit so ein bisschen mit so Seelen zu kämpfen. Also da kommt man nicht rüber, hat man uns gesagt. Stimmt, ja. Bullenweide ist auch eine ganz schlechte Idee. Ja. Ja. Und auch Kühe nicht. Besonders Mutter-Kind-Haltung, da dürfen Sie auch nicht rüberlaufen. Mhm. Und es ist auch gefährlich. Dürfen Sie denn auch mit dem Bus fahren? Nee. So, wir dürfen ja, wir haben ja kein Geld dabei, wir dürfen ja gar kein Geld ausgeben. Ach, das ist ja, ja. Und wir setzen noch einen oben drauf. Wir haben ja 3 Tage Zeit, um anzukommen. Wir haben auch keine Übernachtung. Ich dachte mir jetzt schon, so wie Sie gepackt sind. Kennen Sie auf der Strecke noch jemanden, den wir anklingeln können? In Poppenbüll vielleicht? Nee, leider nicht. Leider nicht. Nee, tut mir leid. Kennt man sich hier gar nicht so dorfübergreifend? Doch, aber wissen Sie, alle haben ja jetzt vermietet. Ne? Stimmt. Gegen Geld, gegen viel Geld. Schlafen meistens selber auf dem Sofa. Ach echt? Ist das ja, so? Ja, ja, sicher. Na klar. Aha. Ja, das wissen Sie, das dürfen Sie nicht verurteilen. Das sind ja die Menschen, die wirklich auch ihren Lebensunterhalt mit Vermietungen verdienen. Ja. Und die müssen diese Sommermonate ausnutzen. Und da verzichten sie natürlich auf ihr eigenes Schlafzimmer und gucken mal, wie sie das anders in ihren Häusern machen. Ja, haben Sie recht. Gut. Vielleicht bleibt aber für uns ja noch irgendwo ein Sofa. Ja, natürlich. Aber das, auch, haben Sie kein Zelt dabei? Nein. Wissen Sie, wie schwer so ein Zelt ist? Ja. Ja, stimmt. Ja, aber. Und schon mein Rucksack wiegt ja 12 Kilo. Ja. Tschüss, Moin. Ihr Lieben. Moin. Warte mal. Moin. So, die anderen erstmal. Und ich wünsche euch was, wa? Ja. Ja. Tschüss. Danke. Besten Dank. Tschüss, tschüss. Jutti, die waren nett. Das war ja schon mal gut, ne? Die beiden Berlinerinnen, super nett. Absolut, fand ich auch freundlich. Aber leider haben die nicht auf unserer Luftlinie gewohnt. Die hätten uns aber Asyl gewährt. Vielleicht sind ja alle so nett hier. Und tatsächlich, die B201 Richtung Süderbrarup liegt für ein paar Kilometer direkt auf unserer Luftlinie. Also warum soll ich da an der Straße lang latschen? Der Tag wird ohnehin noch lang genug. Ah, guck mal hier, jetzt haben wir Glück. Okay, ich steig von der anderen Seite ein. Ja? Ich bin vor genau 20 Jahren von zu Hause damals zwischen Rhein und Mosel Richtung Osteuropa in die Türkei getrimmt und dann allerdings öffentlich weitergefahren bis in den Nepal und dann durch Asien und Südamerika und dann auf dem Rückweg Europa zurück, dann wieder getrennt und auch sonst unglaubliche Strecken zurückgelegt. Also deshalb, wenn jemand steht am Rand, bist du gerne bereit? Natürlich. Also das ist ja so. Man hat ja Kredit genommen und den gibt man auch sehr gerne wieder her. Und in was für einer Lebenssituation erwischen wir dich jetzt gerade? Also ich bin inzwischen Architekt, wohne in Kappeln und fahre jetzt gerade zum Bauherrntermin, denkmalgeschütztes Gutshof umbaut. Ah, in Süderbrarup? Nee, noch ein Stück weiter. Ein kleiner Umweg zwar, aber das wollen wir uns noch angucken. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Gerne. Toi, toi, toi mit eurer Baustelle. Vielen Dank. Und schön, dass wir mitfahren durften. Und wir gehen jetzt zurück auf die Luftlinie. Viel Erfolg, gute Reise. Danke. Tschüss. Tschüss. Ohne Zelt und ohne Geld, das ist ja unsere Devise. Und selbst wenn ich ein Busticket hätte, bei diesem Fahrplan hier würde das sowieso nichts werden. Moorkirch, Abzweig Flarup. Und da hinten steht Flarup. Und der kommt aus Schnarup und fährt an Flarup vorbei und fährt bis nach Süderbrarup. Und geht über Rurup. Weiß Bescheid, ne? Bist im Wernerland hier. Jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Was ist der effektivste Weg? Ich entscheide mich für geradeaus. Hoffentlich war die Entscheidung klug. Immer im Hinterkopf, nicht durch die Bullenweide durch. Machen wir auch nicht. Moin! Ist noch weit bis Poppenbüll? Ja. Ja? Hm. Auf unserer Luftlinie sind wir vielleicht gerade mal so 11 Kilometer weit gekommen.
Laut Schrittzähler sind wir aber schon mehr als 17 Kilometer unterwegs und merken wir auf alle Fälle im Rücken und in den Füßen. Eine Pausenbank kommt Davi gerufen. Diese steht an einem schicksalshaften Platz und erinnert an einen Flugzeugabsturz aus dem Jahr 2004. Das Unglück hat sich tief eingebrannt in das Gedächtnis der Nachbarn, Familie Bohns. Als wir um die Kurve gekommen sind, haben wir da vorne auf einer Bank Halt gemacht. Da ist ein Gedenkstein, ein Tornadoabsturz. Haben Sie das mitgekriegt damals? Direkt. Da sind zwei Tornados zusammengestoßen. Und dann hat das ordentlich geknallt. Und wie soll man sich das ausdrücken? Das ist die Düsen haben noch mal hochgefahren hörte sich so an, als wenn die noch mal so richtig ist. Ja, und dann rumste das und dann war Ruhe. Und dann kamen die ganzen Sachen vom Himmel. Und da, wo ich zwei Minuten vorher übers Tor geklettert bin, da lag die Kanzel. Das ist ja am Deich. Das sind schon ein paar Kilometer. Poppenmühlgarten sind sechs. So, der Ruhetag, den haben sich die Bohns aber auch ein bisschen anders vorgestellt. Nicht nur, dass wir was Leckeres zu essen gekriegt haben und einen kleinen Wegproviant. Herr Bohns ist auch noch so nett und fährt uns ein Stück die Luftlinie entlang. Super nett. Oh, jetzt weiß ich aber auch, Alex, was du zu schleppen hast. Der ist ja so schwer, den kriegt er ja gar nicht hochgewuchtet. Mann, Alex. Danke. Er schleppt sogar fast 18 Kilo. Ist ja Schwerstarbeit für dich. Ich weiß ja, dass Vanessa im Herzen auch ein Pferdemädchen ist. Und wenn die wüsste, was hier direkt auf meiner Luftlinie liegt, der Hof von Bibi und Tina, also die Kulisse zumindest. Hier wurde nämlich der Kinofilm des Kinderklassikers gedreht. Der Besitzer Bernd Lorenzen interessiert sich im wahren Leben aber viel mehr für die anderen Pferdestärken. Eigentlich muss er auch raus. Das ist, nicht zweimal sagen. Nee, der muss raus, weil der jedes Wochenende raus muss. Ein Original-T-Modell von Ford, fast 100 Jahre alt. So. Ja, genau. Und dann hochziehen. Also jetzt die Kurbel noch mal loslassen, dass sie rausfahren. Nochmal? Der Tag ist noch nicht vorbei. Okay. Jetzt bleibt er laufen. So, 20 Blatt gefederte Horsepower aus 2,9 Liter Hubraum. Daraus macht man heute was anderes. Ja. So, da kann man denn die Backroads, kann man auch bis nach Kiel fahren, das ist kein Problem. Ja? Nee, Bernd, Kiel ist die falsche Richtung. Bitte schön auf unserer Luftlinie bleiben, wenn es geht. Willst du ein Eis? Ist das mit Milch? Da ist Milch drin, ne? Ja. Dann nehmen wir nur eins. Ich darf leider keine Ach so, Milch. Ich nehme ja zwei. Willst du zwei? Nee, eins reicht. Ich hatte gerade Kuchen. Ja, guck mal, ich muss ja auch so viel. Ja, dann aber dann verschenken Sie noch eins. Nee, das verschenken wir. Na gut, danke schön. Ja, lieb von Ihnen. Ciao. Ich glaube, wir sehen sehr bedürftig aus. Mittlerweile halten schon Autofahrer an und schenken uns Eis. Was heißt das jetzt? Die Leute sind einfach nett, ich hatte Lust auf Eis und die Leute, Portionen. Die Leute sind nett. Eider steht, wir lieben dich. Echt. Wir haben immer noch keine Schlafmöglichkeiten. Es ist schon nach fünf. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber neun wird's dunkel. Vielleicht weiß Wirtin Dörte Petersen ja was. Wir suchen jemanden, der uns Asyl gewährt, im Grunde genommen, tatsächlich. Moin. Ne? Vielleicht habt ihr beide ja Asyl. Moin. Was? Wir sind heute Morgen in St. Peter-Ording gestartet. Ja. Oh, das ist ja morgen noch nicht weit gekommen. Nee. Oh, wir sind 20 Kilometer, sind wir Lopenal. Ja, und Sie sind Platschnacker? Ja. Beide? Echte Eiderstädter. Ach, was? Ja. Ja, wir sind, wenn man das so sagt, Quittjes. Wie kommt und Niedersassen? Ja, und wie lobt nur der Eiderstedt?
und brauchen einen Schlafplatz irgendwo. Muss man sehen, wo man da hinkommt. Ich bin Bauer irgendwo in Heu und Stroh. Die Kneipenterrasse machen wir kurzerhand zur Schlafplatzbörse mit Erfolg. Echt? Das gibt's ja gar nicht. Was haben Sie in die Waagschale geworfen? Stehen ja ganz tief in Ihrer Schuld. Offensichtlich. Eider steht, lieben wir. Klasse. In Krabbenbrötchen. Ja. Krabbenbrötchen, Alex, das wär's jetzt auch, ne? Ja. Wir sagen besten Dank. Ja, alles gut. Aber hat ja geklappt. Der hätte klappt, ne? Mangens macht man Blutstäuben. Ja. Also, ne? Besten Dank. Tschüss. Tschüss, besten Dank nochmal. Wir grüßen die Eltern. Tschüss. Ach ja, wird langsam dunkel und wir haben auch noch nichts. Wie lange seid ihr denn schon unterwegs? Wir sind heute früh gestartet an der Ostsee. Ja. Und ja, wir müssen ja immer irgendwie gucken, dass wir auf unsere Luftlinie zurückkommen. Ja. Ja, die ist alle hier verzeichnet auf unserer Karte. Ja. Und Lloyd liegt genau drauf. Ist reiner Zufall. Wir haben es einmal so durchgezogen, diese Linie. Aber deshalb wollen wir natürlich auch versuchen, jetzt hier zu bleiben. Ja. Sina Witt kennt das halbe Dorf und meint, die haben fast alle Zimmer und irgendwo sei bestimmt was frei. Wir sind zu Fuß mit Rucksack unterwegs und da wäre jetzt die Frage, ob du noch was frei hast. Ja, dann ist es doch gut für dich und abenteuerlich für uns. Sie hatte noch eine gute Idee. Wir haben ein Dorfgemeinschaftshaus. Aha. Dazu könnte ich jetzt sagen, es war früher ein Puff. Nein, ne? Da gibt es noch. Da gibt es noch Betten, ja. Die haben das damals umgebaut, wie gesagt, als Dorfgemeinschaftshaus. Okay. Es gibt aber noch zwei Gästezimmer. Was machen wir jetzt? Können wir euch hinten, wie gesagt, diesen Saunaraum einrichten oder ihr wandert weiter? Aber das ist die Idee, die ich jetzt habe. Wenn wir das annehmen würden, ist das okay? Ist doch lustig. Ja? Was sagen eure anderen Familienmitglieder dazu? Die kommen spät nach Hause. Überraschung. Ja. Wir entscheiden uns gegen den alten Puff und für die wahre Herzlichkeit bei Familie Witt. Wir sind in Simonsberg, auch bei einem Bernd Lorenzen, Vater von Bernd Lorenzen Junior. Alles voller Lorenzens hier in der Gegend. Sein Wohnmobil wird unser Nachtquartier. Das heißt, Sie haben ein Herz für Wanderer? Ja, immer. Was haben Sie gedacht, als Ihr Sohn angerufen hat? Voll. Normal gesprochen drüber. Ja? Ist doch kein Problem, wir haben das ja. Das ist ja nett. Ich habe die Frau noch gefragt, natürlich. Ja? Was sagt Ihre Frau dazu? Kein Problem. Das ist aber nett. Wir hatten letzte Woche hier 10 junge, 13-, 14-jährige Pfadfinder aus Köln. Aus der Richtung, wo die Flutarbeiter kamen hierher mit 2 18. Und die haben hier dann drüben in der Wiese übernachtet. Mit Alkoven? Mit Alkoven. Da können 2 umschlafen. Und da hinten noch einer. Da hinten auch noch einer, ja. Zugegeben, Simonsberg liegt nicht direkt auf unserer Luftlinie. Ob Thilo und Thomas wohl auch vom Weg abgekommen sind? Wie geht's euch? Oh ja, wir sind K.O., glaube ich, beide. K.O., aber im positiven Sinne K.O. oder? Sowohl als auch. Es war ein sehr anstrengender Tag mit einem glücklichen Ende, sagen wir es so. Ich kann es ungefähr ähnlich formulieren. Wenn du mich vor einer halben Stunde angerufen hättest oder vor einer Stunde, dann hättest du mich mit hängenden Mundwinkeln gesehen. Wir sind hier durch ein Dorf geirrt auf der Suche nach einer Herberge, wirklich verzweifelt. Ja. Aber jetzt sind wir bei Familie Witt gelandet und uns wird die Sauna eingerichtet. Wo seid ihr? Wie viel habt ihr geschafft? Ich weiß es auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Tracker ist, ehrlich gesagt. Wir haben eine wilde Fuß-Odyssee hinter uns. Wir sind, glaube ich, noch nie so viel gelaufen wie hier. Ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich zwischendurch auch das eine oder andere Mal laut geflucht. So richtig weit und schwer laufen ist ja nicht so deins, ne? Nee, ist nicht meins. Ich bin da ja auch nicht so ehrgeizig wie du und springe dann auf Teufel komm raus über jeden Bach, damit es gut aussieht fürs Fernsehen. Da bin ich ja ehrlich und laufe dann ganz gezielt drumrum.
aber wir haben viel platt geschnackt heute. Das ist ja auch schon mal was wert. Siehst du, da hast du mir was, wieder was raus. Für morgen, die Wetterprognose ist ja jetzt auch nicht so Bombe, ne? Nee, wieso? Wie soll's werden? Regen. Regen, Regen, Regen. Du, hilft nichts. Regenjacke an und durch. Oder Badehose an und durch. Genau. Oder Badehose an, genau. Dann gute Nacht. Grüß Alex schön. Mach ich. Und du grüßt Thomas. Macht's gut, ihr beiden. Bis dann. Tschüss. Ja, ich glaube, die hatten auch einen anstrengenden Tag. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, lasst es euch schmecken. Einen Grill haben wir nicht. Der blanke Neid. So. Genau. Ja. Gute Nacht. Beim Frühstück erzählen unsere Gastgeber Bernd und Beate, fast jedes zweite Haus in ihrer Straße ist mittlerweile ein Ferienhaus. Ja, ja, nee. Also gibt ja auch keinen Bäcker im Ort mehr. Nee, haben wir nicht mehr. Nichts, was lange nicht gehabt, für die Dorfgemeinschaft ja, nicht schön. Für die Dorfgemeinschaft ist das ganz schlecht. Die Vereine sterben auch. Ganz warm. Glück gehabt, echte Simonsberger getroffen zu haben. Bernd, wie ist jetzt am anderen Morgen? Bereut ihr es, uns aufgenommen zu haben? Nee, bereue ich nicht. Ihr habt euch ja gut benommen. Luftlinienknigge halt. Eigentlich ist es viel zu schön, um bei euch wegzugehen. Also es ist ja unfassbar idyllisch. Ja, wollen wir uns das mal überlegen, Alex, einfach bleiben und gar nicht mehr weiterlaufen? Können also, wir auch. Ich war beim Frühstück soweit. Ja, du. Das ist toll, dass man so nette Menschen trifft. Schön. Mal gucken, wo wir heute stranden. Also ein schönes Frühstück haben wir bei den Witz auch noch bekommen. Und den guten Rat dazu, immer schön auf den Wegen zu bleiben. Das Gelände sei hier sehr unübersichtlich. Ja, das ist genau das, was wir suchen. Das Blaue sind wir, das Rote ist unsere Linie und dieses Dunkle ist das kleine Flüsschen hier. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite des Flüsschens. Und da hinten habe ich gedacht, ich hätte einen Baumstamm gesehen, aber der ist nicht... Der bringt's nicht, der bringt's nicht. Stopp, 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 stopp. So, und jetzt hoch. Meine etwas naive Vorstellung, dass man hier vielleicht trockenen Fußes rüberkommen könnte. Jetzt bleibt der hängen, ey. Naja, eine Brücke ist was anderes, ne? Schön oben halten, genau. Ja, ja, immer schön oben halten. Die einzige Sorge von Thomas scheint zu sein, dass seine Wechselunterhose nicht nass wird. Du mach auch was da. Mach doch was. Komm wieder durch? Ja. Nein, wirklich? Ja. Ja, ich muss mich wieder schlank machen. Hätten wir mal 10 Minuten gewartet, dann wären wir auch trocken ans andere Ufer gekommen. Nein, alles gut, alles gut. Ach, da kommt noch eine ganze Gruppe immer hin. Ja, da kommen gleich noch 10, 15 Boote mehr. Jedenfalls kann ich das Paddelrevier hier nicht so mit einem Hindernis zurücklassen. Zeitverlust 45 Minuten, Geländegewinn 30 Meter. Na toll. Genial. Mit Anweisung. Geil, Richtungsanweiser. Koldenbüttel, wo ist denn Koldenbüttel? Liegt Koldenbüttel auf unserer Linie? Nee, gar nicht. Also auch falsch. Einen haben wir noch. Richtung Husum. Das ist so grob unsere Richtung. Was meinst du? Wollen wir mal gucken, was passiert? Moin! Wie erfolgreich ist das? Was meinen Sie?
Haut das hin? Schwer einzuschätzen, aber es sollte machbar sein, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall auch schon mal welche mitgenommen. Das war ein junges Pärchen, die wollten Richtung Westerhever. Und ich finde es spannend, auch mal so zu erzählen und zu hören, wo die Leute so hinwollen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem alten Land, ja, aus dem Hamburger Bereich. Ja. Und als wir hierher gekommen sind, war das für mich erst kaum vorstellbar, weil die Häuser überall so verteilt, ja, sind. Ne? Aber ich merke jetzt auch mit den Kindern, wie das hier mit dem Anschluss gut funktioniert. Es ist ein bisschen anderes Leben noch als in der Stadt. Oder ne, vorher war ich in Kiel. Das, für die Kinder ist das schon echt eine Bereicherung hier. Ja, mal gucken, ob uns gleich jemand mitnimmt oder ob wir noch... Wenn es nicht geklappt hat, dann nehmen wir sie mit nach Hause. Keiner stoppt. Aber wenigstens Annelien Quast hält Wort. Ach, das ist sie schon. So, hier rum. Und dann ist ein Stoppelfeld, über das können wir, glaube ich, quer rüber gehen. An uns Husum, dummerweise zu Fuß und wieder mal hungrig. Moin. Und, beißen Sie? Nichts Großes. Ist das schon die Träne? Nein, das ist eine alte, nennt sich Großer Sielze. Ah. Das ist eine Landentwässerung, die in die Nordsee ausgeht. Und auf was sind Sie denn aus? Hechtenbarsch. Ah, das würden wir zum Mittag auch gern essen. Wir haben auch nichts gehabt. Also der Hecht war gerade so, das ist... Flötengröße. Wie viel Zeit geben Sie sich? Hier zum Beispiel. Ja. Nicht viel, weil ich noch einkaufen muss. Das ist so eine kleine Zwischenstopp. Ach so, und wenn es den Hecht dann nicht frisch gibt, dann gibt es den TK? Da gibt es Nudeln. Ach so, na gut. Das ist einfach kurz noch zwischendurch, eine Viertelstunde. Dann sagen wir mal, Petri, hi. Ja, danke. Wusstest du, dass man anhand der Kräuselstärke meiner Haare man die Windgeschwindigkeit ablesen kann? Und was schätzt du? 5 bis 6. Der Wind kommt übrigens aus Südwest und es ist 26 Kilometer pro Stunde schnell. Endlos Beine. Vanessa? So faul. Welch seltene Abkürzung. Sonst nur Kühe, Siele und noch mehr Mutterkühe. Wie macht man in Schleswig-Holstein? Mu? Nee? Ja, hier gehen die Silber nicht. Die sind unglaublich hübsch. Vielen Dank an die Luftlinie, dass sie uns diesen wunderschönen Langsee direkt vor die Füße gelegt hat. Kein Wunder, dass so eine Kulisse auch Künstler anlockt. Einer hat sogar ein Atelierhaus direkt am Uferhang. Dürfte man heute hier im Naturschutzgebiet gar nicht mehr bauen. Guten Tag. Hallo. Thilo Tautz ist mein Name. Ja, Carlos Morschek. Carlos Morschek. Aha, Carlos klingt spanisch, oder stimmt das? Oder? Das ist mein Künstlername. Künstlername. Ja, sonst heiße ich Karl-Heinz, aber das finde ich nicht so gut. Den Künstlernamen, also Carlos, habe ich seit meinem Studium. Aha. Sie sind richtig studierter Maler, Künstler? Ja, ich bin jetzt zur See gefahren, dann habe ich studiert, freie Grafik und Malerei, ja. Und Malkurse, ja, gibt Carlos auch. Wir sind gerade in den Unterricht reingeplatzt. Und, dieser Hohlweg hier? Ja, diese Situation findet man hier öfter. Aha. Zeichnen, Malerei sind Handwerke, letztlich.
lassen wir das Wort Kunst weg. Das ist so schrecklich hochtrabend, nicht? Und da wird auch viel Schmuh gemacht. Und das geht jetzt nicht über die Umrisslinie, die jetzt ganz konkret ist, sondern das geht jetzt einfach erstmal so über annähernde Linien. Ne? Die nähern sich diese ganzen Geschichte an. Im Kontext machen die den Umriss. Wenn ich jetzt versuchen würde, sofort eine genaue Umrisslinie zu zeichnen, dann wäre ich verloren. Die kriege ich nicht hin. Das ist das, was Sie auch können möchten, ja? Ja, mit ein paar Strichen das ausdrücken. Ja. Und wie nutzen Sie den See? Jeden Morgen schwimmen? Nee? Nee, eigentlich nicht. Das ist aber schade. Ich schwimme nicht gerne in Binnengewässern. Es gibt also sehr schöne Sonnenuntergänge, die geht dann da unter. Morgenstimmung oder auch Stimmung mit Nebel. Nächte mit Mondlicht. Ne? Übrigens, das ist schon sehr romantisch dann richtig. Schon fast kitschig. Mit gefühlt letzter Kraft erreichen Alex und ich Mildstedt und den Biohof von Heinrich Thies. Und jetzt erwischen wir Sie im Feierabend. Und beim Feiern, oder? Nee, wir haben gerade die zukünftigen Gärtnergesellen hier am Hof. Wir haben nächste Woche Abschlussprüfung der Gemüsegärtner aus Schleswig-Holstein hier am Hof. Ach. Und die wollten heute mal vorbeikommen und sich den Betrieb anschauen, um da ein bisschen sicherer zu werden. Und dann haben Sie uns auch noch an der Haken. Ja. Ach, ein Gast mehr oder weniger. Wir sind hier jetzt auf dem Willheitsberg. Das ist unser Willheitsberg. Willheitsberg kommt von der wilden Heide. Hier ist der gebürtige Rheinländer selbst einst gestrandet. Aber was hat sich nach hier oben verschlagen? Der Hof. Der Hof. Den gab es schon und du hast ihn übernommen? Oder wie bist Viel besser. Ich hatte einen Sechser im Lotto. Ernsthaft? Also einen richtigen Sechser im Lotto? Ja, plus Zusatzzahl. Allein schon? Ja, das ist meine Frau. Oh, eine schönere Liebeserklärung kann man einem, glaube ich, nicht machen. Wie süß. Schade, Platz für zwei Luftlinienwanderer ist hier heute Nacht nicht mehr. Heinrich bringt uns nach einem Feierabendbier bei den Nachbarn unter. Und wir haben das Atelier von Carlos am Langsee kaum verlassen, da laufen wir ebenfalls den Nachbarn in die Hände. Uta und Sönke kommen aus Hessen und machen Urlaub im Ferienhaus der Eltern. Ein Haus mit vielen leeren Schlafzimmern, wie sie immer wieder betonen. Und diesen Wink mit dem Zaunpfahl, den haben wir sofort richtig verstanden. Schluss für heute mit Wandern. Sönke, du nicht, nur deine Frau. Ach, du wieder klar. Hopp! Hopp! Jawoll! Und hier. Hopp! Sehr gut. Ach, ist das schön. Richtiges Paradies, was ihr hier habt. Und auch hier lebte einst ein bekannter Künstler. Ja, hier ist das Atelier, ne, in dem er seine Kunstwerke größtenteils vollbracht hat. Ist das der berühmte? Genau, das ist Herr Rockenkamp. Genau, da arbeitet er gerade an einem Bühnenbild für die Inszenierung vom Faust. Ja. Sieht streng aus so. Ja, eine sehr große, sehr charismatische Persönlichkeit. Ja, dann seid ihr hier quasi nicht nur in das Haus eingezogen, sondern auch in sein Leben, mehr oder weniger. Ja, genau. Ja, so schnell kann man sich irgendwo zu Hause fühlen. Ich weiß schon, wo alles ist. So. Ja. Wunderbar. Hattet ihr geahnt, dass ihr noch Besuch kriegt? Das ist ja so üppig. Schon, ja. Allerdings anderen Besuch hatten wir erwartet und erst morgen. Ja, hoffentlich jetzt mit dem jetzt nicht was weg. Ne? Ach, wir haben für eine Woche eingekauft. Ihr seid sowieso sehr gastfreundlich. So schnell wie das ging, ne? Also ihr seid ein offenes, großes Haus gewohnt. Ja, vor allen Dingen hier in diesem Haus ist das so üblich. Rund 15 Kilometer haben wir beide jetzt noch vor uns, da der dritte und letzte Tag anbricht. Abschied vom Langsee und Abschied von Familie Breck. Es weht ein guter Geist durch diesen Ort und wir hoffen, dass die ganze Welt das merkt, wenn sie unsere Reportage sieht. Luftlinie am 3.10.2021 im NDR Fernsehen. Liebe Grüße von Thomas und Thilo. Sehr gut.
Also schön, dass du deine kreative Ader hier entdeckt hast. Ein Gästebuch hat Anneliese Rudolph übrigens auch und schnuckelige Mini-PS. Ihr Hof liegt direkt neben dem vom Biobauer Heinrich. Moin! Moin! Das ist ja schön, dass du da bist. Ja. Taxi steht abholbereit. Die guten Polstermöbel hast du auch dabei, ne? Ja, Sofa hab ich dabei. Tschüss, Anneliese! Fehlt eigentlich nur noch Wegproviant. Da kriegt man ja Hunger. Da lacht mich doch schon einer an. Ach, eine Pracht. Das ist der gesündeste Lolli, den ich kenne. Ja, siehste. Ich danke dir. Bitteschön. Merci vielmals. Guck Kleine mal. Wegzehrung. Lohnt sich, dass wir ein Taschenmesser dabei haben. Ja, ne? Ja. Alex, magst du auch ein Stück? Ja. Und? Butterzart. So wie ich, ne? Heinrich und sein Trecker sind der Lichtblick am letzten Tag. Trecker und Kutscher sind ein Baujahr. Mit 45 PS tuckeln wir jetzt durch die Gegend. Richtung Luftlinie, auf der Luftlinie. Ich glaube, das wird gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir kommen voran. Schubrakete, ne? Dankeschön, war super. Sehr gerne. Euch noch eine schöne Tour. Danke. Ich vermisse ihn jetzt schon und den schnellen Trecker. Ja, hier würde die Luftlinie eigentlich lang führen und ich bin ja gern bereit, über Stock und Stein zu springen und über Gräben. Aber davor habe ich auch Respekt. Nee, da machen wir lieber einen Umweg. Ich muss mal sehen, deine Frau will die über die Räuberhöhle jagen. Wenn ihr Zeit habt, macht doch einen kleinen Spaziergang und zeigt uns das. So weit können wir nicht laufen. Nee, Olaf Hansen und seine Freunde sind noch ein bisschen müde vom Feiern. Er ist gestern 60 geworden. Laufen geht nicht, aber Quad fahren. Und wenn Olaf in den Wald fährt, hat er immer seinen Bogen dabei. Wir machen 3D-Sport und Gummitiere, also sprich natürlich nachgebildete Tiere, so ein Reh, ein Hase, ein Fasan. Aber letztlich könntest du auch, wenn ich dir sage, versuch mal, den Baum da hinten zu treffen. Ja. Ist ja auch nichts anderes als Ziel. Ist auch nichts anderes. Wollen wir mal sehen, ob wir den treffen. Ne? Mal gucken, was wir da... Mal gucken. Einfach so festhalten. Da hast du den. Ja, unterhalb. So, jetzt. Ja, Baum. Baum? Okay, schon mal. Das heißt, wir müssen schon mal nicht suchen. Ne? Nee, aber die Richtung ist ja schon mal gut. Ich glaube, ganz tiefer. Tiefer halten. Ja, fast. Aber du bist der Meister. Naja, Meister. Und weil sich Olaf in den Wäldern rund um Idstedt so gut auskennt, lotst er mich auf dem kürzesten Weg zurück auf die Luftlinie. Hab vielen Dank. Ja, dafür nicht. Gerne. Halt. Das erste Mal Bogen geschossen, das erste Mal mit dem Quad gefahren. Ja, also, und das in alles so kurzer Zeit. Ja, wenn er wieder Lust hat, dann besucht er uns. Fertig. Was Robin Hood, Thilo Tautz kann, können wir offenbar nicht, noch nicht mal Karten lesen. Wir haben uns nicht verlaufen. Sich verlaufen ist immer eine Definitionsfrage. Ich würde mal sagen, wir haben einen naturkundlichen Abstecher gemacht. Was soll ich sagen? Ich sag lieber nix. Nützt ja nix. Schleswig-Holstein. Unendliche Weiten. Die letzten 5 Kilometer schaffen wir auch noch. Irgendwie. Und langsam kommt Vorfreude auf.
Jübeck, Silberstedt. Das ist unser, das ist unsere Klappe. Die müssen wir nehmen. So. Nehmen normalerweise gar niemand mit. Aber ihr seid sehr vertrauenswürdig. Okay. Beruflich bin ich Krankenschwester. Ich komme gerade vom Dienst. Ach so. Und am Wochenende geht's zu Konzerten? Ja. Und dann, was für Musik? Wer tritt da auf? Was sind das für Bands? Deutschrock, Punk, Oi, Ska, sowas. Also alles kleine Bands, die niemand kennt. Okay, gut. Genau, sonst kannst du auch nicht abschalten. Nicht bei dem Beruf, also muss ich so sagen. Naja, das waren natürlich jetzt auch harte Monate für die Branche, ne? Das waren sie. Von der Psyche her vor allen Dingen, weißt du? Auch die nicht betroffen waren, die kein Corona hatten. Das ist also hart gewesen. In meinem Team sind 12 Kollegen dran erkrankt. Dezember, Januar. Eine ist verstorben. Von den Krankenschwestern? Ja, von meinen Kollegen, ja. Das macht ganz viel mit dir. Vor allen Dingen, da war ja niemand drauf gefasst. Und dann ist es passiert in unserer kleinen heilen Welt hier oben in Schleswig-Holstein. Und das ging alles so schnell. Also, und jetzt hat sich so überrollt. Weißt du, und jetzt ist alles wieder gut, aber die Kollegen haben trotzdem noch so eine Nachwirkung. Und die eine Kollegin gibt es eben gar nicht mehr. Und das halt nach. Ja, ist schwierig, ist schwer, aber du musst nach vorne schauen. Also, wir haben jetzt lange genug geweint und wir haben jetzt gerade, sind gerade in so einer Phase, wo wir sagen, so, jetzt müssen wir wieder angreifen, müssen wieder nach vorne gucken. Sind wir der Kollegin schuldig, sag ich mal so, weißt du? Also kannst ja nicht den Kopf in den Sand stecken und es geht nicht weiter, muss ja. Also, ja. Am Wochenende dann den Kopf frei kriegen beim Punk-Konzert. Stark. Dann setze ich euch jetzt hier ab irgendwo? Genau. Okay. Also. Alles klar, tschüss, alles gut. Danke, tschüss. Tschüss. Wie macht Thilo das bloß immer? Unser Mitfahrglück scheint erschöpft. Zwischen Thaya und St. Peter-Ording liegen exakt 85.305 Schritte, die ich bis hierher gegangen bin. Der Weg war manchmal zum Verzweifeln, aber die Schleswig-Holsteiner, die haben alles wieder wettgemacht. Und jetzt bin ich gleich am Ziel. Da hinten sind sie. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Erster! Er steht schon auf der Brücke. Ich bin überrascht, dass er auf der Brücke steht. Meine Arme und Beine sind noch dran. Beim Kameramann auch. Thilo! Super Timing, super Timing. Ich bin überrascht und ein bisschen enttäuscht. Ich habe von dir erwartet, dass du entweder per Jetski kommst oder zumindest mit dem Fallschirm. Irgendwas Spektakuläres, wie immer. Nein. Nein, du bist dran und alle. Team Ostsee grüßt Team Nordsee. Oh, schön. Wieder haben wir es geschafft. Ja. Geht's dir gut? Euch geht's gut. Uns geht's gut. Freut mich. Ja, super. Alex ist schon wieder drauf. Ja. In Schleswig-Holstein kannst du was erleben. Oder wie man auf Platt sagt, dat löpsig einst recht. Von unserer Luftlinie sind Alex und ich gerade mal 2 Kilometer abgewichen. Okay, wir waren ein bisschen weiter weg, aber das hat sich doch allemal gelohnt.